Ja, herzlich willkommen. Heute wieder in der Mittelalterküche und zwar in der Küche der Herren. Ich habe hier eine Wildschweinkeule, genau genommen eine Frischlingskeule ist das, von einem kleinen Frischling. Und da wird jetzt ein bisschen gesalzen. Und ich habe hier Zitronenpfeffer, den ich dazu gebe. Das Ganze von beiden Seiten. So, dann wieder rumdrehen. Jetzt kommt das große Geheimnis. Und zwar bringe ich hier jetzt Honig drauf. Das wird später die Innenseite. Ich zeige euch das. So. Ein bisschen Honig drauf. Das Ganze noch verstreichen. So ist das gut. So, und jetzt kommen da ein bisschen Rosinchen drauf. Wer keine Rosinen mag, kann auch Backpflaumen nehmen oder anderes Trockenobst. So, ein paar Blättchen Salbei kommen dabei. So. Und zu guter Letzt etwas Apfelmus. So. Auch den ein bisschen verstreichen, so gut wie das jetzt noch geht. Es verteilt sich beim Braten sowieso. So, das Ganze wird jetzt zusammengerollt. So, der Braten ist jetzt wohl verschnürt und wird jetzt allseitig auf der Pfanne angebraten. Dazu habe ich Butter in der Pfanne erhitzt. So, da kommt der jetzt rein. Die restlichen Zutaten können wir noch dazugeben, das kann mit anbraten. So, jeder rundum kann man braun anbraten. Dann sehen wir uns das gleich an. Gut, die eine Seite ist wahrscheinlich jetzt gut angebraten. Ich drehe das Ganze mal. Jawohl, so sieht das schön aus. So. Und braten die Seite auch noch an. So, der Braten ist allseitig angebraten jetzt. Jetzt geht es mal hier weiter. Jetzt mische ich hier eine Paste aus Honig und Dinkelvollkornmehl. Es wird jetzt verrührt. Zu dem Wildschweinbraten dazu gibt es dann nachher Semmelknödel und Fenchelgemüse. Aber das zeige ich euch dann auch, wenn wir soweit sind. So, hier die Dinkelmehl-Honigpaste. Und dann lasst euch mal überraschen, was damit gleich passiert. So, mein schöner angebratener Braten. Lustiges Wortspiel. Kommt jetzt hier in meinen Rührtopf. Das ist ein großer Rührtopf, sieht fast ein bisschen verloren aus. Und hier kommt jetzt die Vollkorn-Dinkelmehl-Honigpaste drauf. Das soll dann mal so eine Kruste geben. Das soll es nicht nur, das macht es auch. So.
So. Das Ganze wird jetzt noch angegossen. Hier habe ich ein Viertel Liter selbst eingekochten Wild, also auch Wildschweinfond. Das ist aus den Knochen zusammengekocht und reduziert, mit Rotwein gemischt. Das kommt mir jetzt einfach hier dran. So. Dann kommt der Deckel drauf und das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei 150 Grad für mindestens 2 Stunden. Zwischendurch schaue ich mir das an. So, bei Arbeit im Rührtopf ist wichtig, der muss vorher gewässert werden und er darf nicht in den vorgeheizten Backofen, sonst macht es Plätsch und das war's. Gut, wir sehen uns später. So, hier habe ich Fenchelknollen geputzt und halbiert der Länge nach. Die sollen jetzt in Butter gedünstet werden. Dazu habe ich Butter in der Pfanne geschmolzen. Gebe da erstmal ein bisschen Gemüsebrühe mit dazu rein. Und dann werden die Fenchelknollen wieder aufgelegt. So, nochmal ein bisschen Gemüsebrühe oben drüber. Und dann darf das dünsten. In der zweiten Pfanne geht das entsprechend analog weiter. So, das war's schon. Kann jetzt noch gut dünsten. Einmal Fenchel drehen, damit auch die andere Seite gut durchgedünstet wird. Das sieht schon sehr gut aus. So, Wildschweinkeule mit Semmelknödeln und Fenchelgemüse. Es ist fertig und angerichtet. Das Kochen der Knödel habe ich euch erspart. Die kamen aus der Packung diesmal bei mir. Ja, kann losgehen.